Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem wunderschönen neuen Video. Ich weiß, an dieser Stelle sollte normalerweise eigentlich jetzt Hollow Knight kommen, aber es ist was Wichtiges tatsächlich dazwischen gekommen, und zwar brauche ich eure Meinung. Es sieht nämlich momentan so aus, dass ihr ja seht, dass mein Kanal sich immer weiterentwickelt und ein bisschen neue Wege beschreitet, und deswegen brauche ich eure Meinung, weil ich diesen Schritt tatsächlich nicht alleine gehen will, sondern ich will den Schritt natürlich mit euch gehen, mit euch als Community, also wir wollen zusammen diesen Schritt begehen. Und da habe ich tatsächlich mir ein paar Sachen notiert, wo ich einfach sagen muss, ich bin mir nicht sicher, was ihr davon haltet, und deswegen wäre es mir sehr, sehr wichtig, wenn ihr mir da eure Meinung geben würdet. Das wird jetzt erstmal so weiterlaufen, wie es jetzt natürlich im Plan steht, wie auch in der Kanalinfo, dass ich jetzt endlich aktualisiert habe, wie ihr das dann nachlesen könnt. Aber tatsächlich habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wieder auf meinen schlauen Zettelchen, die ich euch mal fragen wollte, was eure Meinung dazu ist. Und zwar habe ich einfach mal Punkt Nummer 1, fangen wir einfach mal an. Hearthstone hat hier eine wunderschöne Background-Geschichte und alles Mögliche und bezieht sich natürlich sehr, sehr stark auf World of Warcraft, bezieht sich sehr, sehr stark auf Warcraft 3 größtenteils. Und da ist wirklich so eine Sache, die ich eigentlich schon Ewigkeiten mal fragen wollte und seit Ewigkeiten auch mir überlegt habe, ob ich das eigentlich mal machen sollte, ist einfach so ein bisschen so ein Background, so ein bisschen die Hintergrundstory von gewissen Karten erklären, woher sie kommen, was sie tun und was überhaupt eigentlich ihr Sinn ist, ihre Existenz, möchte ich mal sagen. Also mehr oder weniger so ein Lore-Video über bestimmte Karten. Das wäre tatsächlich so eine Sache, die man machen könnte. Ich bin ja auch in letzter Zeit ein bisschen so dran am Schnibbeln und alles Mögliche. Also hier Videos zusammenschneiden und ein bisschen so das große Drumherum, Effekte und sowas erstellen und sowas. Da arbeite ich mich gerade tatsächlich ein bisschen ein hier mit Adobe oder Adobe oder wie es die Leute halt nennen. Finde ich sehr, sehr cool, und das macht mir auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, was ich früher nie gedacht hätte. Und ich überlege mir tatsächlich so ein bisschen in die Richtung zu gehen mit diesen Videos, dass wir da sagen, okay, wir machen hier zum Beispiel eine Lore über Haggathor zum Beispiel. Wäre zum Beispiel jetzt zum Anlass des neuen Add-ons, wäre das natürlich sehr, sehr krass und sehr, sehr gut. Man könnte ein bisschen erklären, wo sie herkommt, was sie eigentlich tut, von wegen, was die Hintergrundstory davon ist, oder vielleicht zu einzelnen Helden, wie zum Beispiel Gul'dan oder sowas, weil da gibt es eigentlich so eine ewig große Story und viele Leute kennen die tatsächlich gar nicht. Und das wäre vielleicht so ein bisschen so dieser Aha-Effekt, Leute. Und das fände ich, ehrlich gesagt, ganz schön cool. Aber wie gesagt, ich brauche hier in diesen Sachen eure Meinung. Das heißt also, wenn ihr da Bock irgendwie drauf habt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Und zwar zu Punkt 2 ist nämlich so, dass ihr vielleicht ja mitbekommen habt, dass LOL wieder auf dem Kanal erscheinen soll. Ja, es soll LOL wieder erscheinen, und ja, es dauert noch ein paar Tage, bis die erste Folge erscheinen wird, aber es wird auf jeden Fall erscheinen. Die Sache ist nämlich die, Leute, ich habe mir erstens mal gesagt, bevor ihr jetzt fragt, hey, wann kommt es denn genau? Ich habe mir gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Vorrat haben. Ich nehme das auf, zock's mit Sascha, zock's mit anderen Dudes, zock auch mal solo, und habe mir dann gedacht so, okay, du haust es dann halt raus, je nachdem, weil wenn du halt, wie gesagt, einen kleinen Vorrat hast, dass ich es nicht sagen muss, okay, ich muss mir jetzt unbedingt Stress machen, dieses Video, noch ein weiteres Video aufzunehmen und alles Mögliche. Deswegen macht euch da keinen Kopf, es wird auf jeden Fall kommen, und es wird auf jeden Fall in der nächsten bis übernächsten Woche auf jeden Fall starten, Leute. Also so sieht's aus. Wichtige Frage zu LOL ist auf jeden Fall, Leute, das ist mir wirklich sehr wichtig, weil ich habe ja tatsächlich, wie gesagt, dieses Schnibbeln für mich ein bisschen entdeckt und alles Mögliche, und ob ihr da Bock hättet, weil es gibt ja sehr, sehr viele League of Legends Kanäle, die es eher in Richtung, die eher in Richtung Ding gehen, in so edited Gameplay halt, dass sie die Sachen zusammenschneiden, coole Sachen rausnehmen, auch cool, krasse Fails rausnehmen und das dann zusammenklatschen aus einem Game Inhalt ein Video. Oder sagt ihr lieber, okay, ich hätte lieber gern volles Gameplay. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Es gibt halt, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten, dass ich halt das editiere, dass ich halt das so ein bisschen schnibbel und alles Mögliche, vielleicht auch mehrere Games in eins zusammenpacke und da halt lustige Situationen oder sowas rausziehe. Oder dass ich halt einfach ein volles Gameplay nehme, ein volles Ranked, ein volles Casual oder wie auch immer, und das dann euch einfach hochlade. Es wäre mir auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr mir sagt, wie ihr das sehen wollt, weil das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig für mich. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen, wie gesagt, aber die Frage ist halt, wie ich das raushauen soll. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Frage Nummer 3. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen die Strategiespiele für mich entdeckt. Also das heißt, ich habe letztens mit einem guten Icebike jetzt hier Age of Empires 2 gespielt, die HD Steam Edition, und es hat mir ultimativ Spaß gemacht. Ich habe in letzter Zeit, habe ich mir wieder StarCraft runtergeladen, also StarCraft 2, habe wieder StarCraft 2 echt krass gesucht. Dann habe ich mit dem guten Christoph von Because Gaming is Fun habe ich hier Planetary Annihilation gespielt. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ist, aber es ist der Nachfolger von Supreme Commander, sagen viele. Ist aber trotzdem mega laggy teilweise und alles mögliche. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen.
Habe ich auch gezockt in letzter Zeit. Habe ich sogar auch ein paar Aufnahmen. Und die Frage ist halt, ob ihr da irgendwie Bock hättet auf so eine Strategiezeit. Ob ihr da Interesse daran habt, hier insgesamt mal so ein bisschen den Scrawl in der strategischen Führungsposition zu sehen, möchte ich mal sagen. Ich kann euch verraten, ich bin nicht sehr gut in diesen Spielen. Ich bin okay, möchte ich mal sagen, aber nicht sehr gut. Ich habe das halt, früher habe ich sehr, sehr viel, gerade Age of Empires und sowas gespielt. Gerade Age of Empires 1 vor allen Dingen. Age of Empires 2 war irgendwie nie so meins, ich weiß nicht warum. StarCraft habe ich dann auch eine Weile lang gezockt und jetzt, da es Free-to-Play ist, eigentlich könnte man das ja auch ein bisschen mehr spielen. Und da ist halt die Frage, ob ihr da irgendwie Interesse hättet an so einer Strategiezeit, dass wir irgendwie einmal sagen, in der Woche hauen wir einfach ein Video zu irgendeinem Strategiespiel raus, ob StarCraft ist, ob es Age of Empires ist oder sowas. Würde mich tatsächlich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Und dann, nicht zu vergessen, da ich das ja schon in den Streams ein paar Mal ausgepackt habe und da ehrlich gesagt gerade in letzter Zeit auch wieder sehr, sehr viel Bock kriege. Ich weiß nicht warum, ich habe wirklich unendlich viel gerade im Kopf. Keine Ahnung warum, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt hier total übermüdet bin und alles mögliche, aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Und zwar sieht es so aus, dass ich gerne eine Retro-Zeit anführen würde. Ist ja so, dass wir im Stream haben wir ja hier Rollercoaster Tycoon gespielt und es hat mir so ultimativ Spaß gemacht und das scheint auch bei euch relativ gut angekommen zu sein. Und ich würde sehr, sehr gerne mal sowas in die Richtung machen. Vielleicht so eine Art kleines Let's Play-Format, so ein kleines Stream-Format oder so, dass wir vielleicht ein oder zweimal so raushauen können. Oder was heißt ein oder zweimal, halt einmal in der Woche auch raushauen können. Das wäre schon relativ cool. Es können auch dann längere Folgen tatsächlich sein, so wie bei Hollow Knight, das leider heute ja, wie ihr wisst, nicht erscheinen wird, Leute. Ich erwähne das hier jetzt nur nochmal sicherheitshalber, weil mir das hier einfach ultimativ wichtig war, dass wir hier zusammen diesen Schritt hier noch planen können, möchte ich mal sagen. Und dass wir halt irgendwie da sowas rein haben. Also bitte, liebe Leute, ich bitte euch wirklich drum, schreibt mir was in die Kommentare, das würde mich wirklich, wirklich interessieren, was eure Meinung da ist. Ein Strawpoll ist hier jetzt etwas schwieriger zu erstellen, deswegen habe ich das tatsächlich gelassen. Zu den Themas, Leute, nochmal. Schreibt eure Meinung bitte zum Lore-Format, irgendwie, ob wir da sowas machen, so ein bisschen Hearthstone-Lore, ein bisschen zu filmen. Wir müssen es ja nicht mal nur zu Hearthstone machen, sondern auch gerne zu anderen Sachen. Dann, lol, ob das zusammengeschnitten sein soll, also editierte Gameplays oder offene Gameplays, also ganze Gameplays. Ob ihr eine Strategiezeit wollt, wo wir ein bisschen Strategy-Gameplay zeigen, sowas wie StarCraft 2, WC3, also Warcraft 3 oder Age of Empires 2 HD Edition. Und ob ihr Bock habt auf eine Retro-Zeit, wo tatsächlich Warcraft 3 und Age of Empires theoretisch auch hingehören können, aber vielleicht können wir ja da so ein bisschen Zusammenschluss machen. Dass wir sowas hier irgendwie auf dem Kanal verwirklichen können, weil sowas fände ich wirklich, wirklich cool. Ich bin nun mal ein Kind der früheren Zockerzeit auch teilweise und solche Spiele lassen mein Herz teilweise auch sehr, sehr aufleben. Deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Schreibt mir bitte, bitte eure Meinung in die Kommentare, das wäre mir ultimativ wichtig. Ich weiß, ich habe das jetzt schon 1000 Mal gesagt, aber ich möchte den Schritt tatsächlich mit euch zusammengehen und deswegen brauche ich dazu eure Meinung. Deswegen, liebe Leute, bedanke ich mich schon mal recht herzlich dafür und hätte mal dann gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Heute Abend gibt es einen Stream, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.